So. Jetzt sitzen wir wieder da, gell? Sitzen wir da, ja. Haben wir vorher schon alles aufgebaut und ja, fürs Video. Projekt. Weil wir wollen ja jetzt einen YouTube-Kanal machen, aber zweitens ist irgendwie, weiß nicht, ein bisschen umständlich. Ja. AJ Digital ist ja auch irgendwie, da fehlt auch noch. Also ich finde, da fehlt noch was einfach. Ja, das passt nicht so gut vom Namen her. Und auch wenn du jetzt so Licht aufbaust und wenn wir dann zweitens im Video haben, das ist einfach. Ja, du kannst auch mehr B-Roll-Shots machen oder einfach mal so genau. Bewegte Aufnahmen, ja. Ja, das ist irgendwie. Was fällt dir da etwa ein spontan? Puh, also mir jetzt gerade schwierig, ne? So wirklich. Ich habe eigentlich nur einen Philipp im Kopf, weil der macht ja alles selber wie mir. Ja. Und hat, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass er irgendwie Lust drauf hat. Aber der hat halt momentan wenig Zeit, weil er studiert. Student. Ja, aber ich meine, ruft man einfach mehr, oder? Ja, rufen wir rufen einfach mehr. Also, Fragen kostet nichts. Warte, schnell Handy spielen. Ach, genau, da ist er ja sowieso. Und. Schauen wir uns mal, ob er dran geht. Hey, Johannes. Ach, ja, Philips, servus. Ja, super, gut. Und dir, wie geht's? Alles ja, klar? Bei mir passt alles. Ein bisschen Lernstress, aber du weißt ja, wie es ist. Okay, ja, Lernstress, ja, gut. Ich wollte eigentlich nur fragen, der Alex und ich sitzen gerade zusammen, weil wir wollen einen YouTube-Kanal starten und wir haben jetzt festgestellt, zu zweit ist irgendwie langweilig und ein bisschen doof. Also es soll so um die Fotografie gehen. Hättest du eigentlich Lust, da mitzumachen? Boah, das ist eine extrem coole Idee. Ich hatte ja selber schon mal die Idee, aber alleine machst du es ja, nicht. Ja, hast du selbst überlegt. Ja, voll, ich bin da extrem hyped drauf. Wann geht's denn los? Ja, du wärst echt hyped. Ja, das wäre super. Losgehen eigentlich jetzt. Wir nehmen schon das erste Video auf. Ja. Wir würden uns eigentlich jetzt vorstellen und haben dann bemerkt, dass zwei Menschen ein bisschen wenig sind. Also, wenn du Bock hast, schaust du dann Fälle. Zum Alex. Genau. Und dann kann man ja einfach als Namen kann man ja dann APJ nehmen. Stimmt, APJ als Namen. Also, wie findest du den Namen eigentlich? APJ Digital. Ja, das ist ein mega toller Name. Das sind unsere Anfangsbuchstaben. Das sind unsere Anfangsbuchstaben, ja. Ja, also haben wir schon einen Namen. Mega. Ja, perfekt. Ja, ja, mega. Dann stellen wir uns doch jetzt gleich vor, oder? Da, also, wir würden es ja so machen. Alex und ich stellen uns schon mal vor und dann kommst du später vorbei und stellst dich auch noch vor. Ja, dann bis zum Nachmittag. Passt. Perfekt. Bis später. Bis später. Ciao. Servus. Also ich bin der Alex, bin 24 Jahre alt, fotografiere jetzt schon seit 3 Jahren, habe tatsächlich mit der Drohne angefangen, dann hat mir aber das Fotografieren an sich sehr gepackt, habe mir dann im Prinzip eine Kamera gekauft, habe mit Landschaftsfotografie dann tatsächlich angefangen, aber jetzt seit einem Jahr hat mir die Porträtfotografie richtig mitgerissen und seit letztem Jahr habe ich ein Gewerbe, also ein Kleingewerbe angemeldet, da mache ich jetzt hin und wieder Aufträge und habe da im Prinzip schon ein paar Fotoaufträge gehabt, aber tatsächlich auch Videoaufträge, wie zum Beispiel ein DJ Live Event, was wir mitgefilmt haben und ein Videotutorial. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir jetzt gedacht habe, ich mache jetzt einfach mal einen YouTube-Kanal und zwar mit dem Philipp, mit dem Johannes und logischerweise mit mir. Genau, da haben wir jetzt auf jeden Fall gespannt, wie es bei euch ankommt. Wir haben auf jeden Fall mega Bock. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie mir und dann seid einfach gespannt, was kommt. Hi, ich bin der Philipp. Ich mache jetzt mittlerweile seit 5 Jahren schon Fotografie. Bin da auch eher into it. Ich habe damals angefangen, auch mit Johannes. Bin dann halt wirklich tief in die Fotografie reingerutscht und gar nicht in die Videografie und Drohnenshots. Aber ich bringe da natürlich viel aus der Fotografie mit und bin echt gespannt, was jetzt da für krasse Stories rauskommen. Ich glaube, wir drei, wir nehmen uns jetzt nichts ab vom Knowledge her. Auch vom witzig her sein, wir nehmen uns gerne gegenseitig auf die Schippe, man nimmt sich nicht zu ernst und ich glaube, da kommen schon 1-2 coole Videos rum. Mal gucken. Ich bin aber auch zuversichtlich, dass es viele, viele mehr werden. Ja,
Hallo, ich bin der Bescheid Johannes. Ich mache jetzt gemeinsam mit dem Philipp und mit dem Alex den YouTube-Kanal LPJ Digital. Bin 21 Jahre alt, komme aus dem Bayerischen Wald und bin viel in der Landschaftsfotografie bisher unterwegs gewesen oder auch im Nachtleben als Fotograf, aber auch als Videograf. Habe so kleine After-Movies gemacht, auch für DJs, auch Festivals. Machen wir noch eine kleine Zusammenfassung von den ganzen Themen, welche wir übergreifend behandeln werden bei unserem YouTube-Channel. Und ich glaube, ich gebe da einfach mal mein Wort an Alex weiter. Ja, genau. Also wir haben im Prinzip vor, euch bei Shootings mitzunehmen. Natürlich, sobald das wieder möglich ist, weil jetzt aktuell seht ihr uns in einem Bildausschnitt, wo eben wir drei zu sehen sind, weil wir uns eben aktuell nicht treffen können. Aber sobald das alles wieder möglich ist, möchten wir euch auf Shootings mitnehmen, möchten auch Battles machen zwischen uns dreien. Viele andere Sachen, was Lichtsetzung angeht, wie man ein Shooting überhaupt vorbereitet, Behind the Scenes natürlich und vieles mehr. Also Johannes kann euch da bestimmt auch nochmal ein bisschen mehr da sagen. Ja, auf jeden Fall. Also Battles, wie der Alex schon gesagt hat, wir werden auch Videos machen über Drohnen. Jetzt eines der nächsten Videos kommt sowieso ein Video über die neue DJI FPV-Drohne. Bin ich schon mega gespannt drauf. Dann werden wir natürlich auch Landschaftsfotografie, eigentlich alles, was die Fotografie und Videografie so an sich hat, werden wir über jedes Thema mal ein Video machen und wie wir überhaupt darauf gekommen sind. Das kann ja auch nochmal der Alex erzählen. Wir haben gemerkt, im deutschsprachigen Raum gibt es eigentlich gar nicht so viel zum Thema Fotografie und Behind the Scenes. Aber wir haben so viele Ideen, wir haben so viele Konzepte, die wo wir jetzt gerade am Entwickeln sind und auch am Aufbauen sind. Es kommt immer mehr dazu und es gibt eigentlich kein Ende. Ich glaube, das ist für jeden von euch ein richtiger Mehrwert. Ja, abschließend ist einfach zu sagen, es ist wirklich ein Kanal, wo man Fotografie lernen kann, lieben lernen kann, wo man Spaß haben kann und wo man auch einfach irgendwo interaktiv voneinander lernen kann. Und das sieht man schon, weil wir uns zu dritt einfach zusammengetan haben, dass man voneinander lernen kann. Und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein auf Videos voller Spaß, aber auch mit einem Mehrwert für euch, der im Bereich Videografie und Fotografie sich echt gewaschen hat. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr auf jeden Fall uns bei der Reise begleiten wollt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend oder auch einen guten schönen Morgen. So, keine Ahnung, wann ihr das Video schaut. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und ich hoffe, dass ihr das nächste Video wieder anschaut. Genau. Seid beim nächsten mit dabei. Das wird auch schon das Behind the Scenes von diesem Video sein. Also seid gespannt und bis dahin. Servus. Ciao. Ciao.